Auf der Welt gibt es viele Huren, die wir verehren. Für Respekt gibt es viele Namen. Ich könnte darauf wetten, dass selbst du schon mal für Kupfermünzen gegen deinen Instinkten gehandelt hast oder dafür auf unzählige Arten bezahlt hast. But if I give offense, if words are all that are left to a man, then why in the Deerwood of all places he should have leave to speak them? Ich nehme jedoch Anstoß. Der Mann grinst sich fast herausfordernd an. Wenn von einem Mann nur noch Worte übrig sind, dann sollte er vor allem im Dürrwald die Erlaubnis haben, sie auch auszusprechen. Okay, der scheint so eine Art verwirrter Prediger zu sein, wobei er mir eher aussieht wie ein Druide fast schon. Die Statue untersuchen. Der verwobene Feuerschein von der Statue gibt keinerlei Hitze ab, sodass du dich fragst, ob dich deine Sinne trügen. Der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht, als ob er von innen heraus verbrennen würde. Den Mann studieren? Die plötzlich verbogenen Flammen von der Makran-Statue werfen mehr Licht auf seine Züge. Die Robe des Mannes ist schmutzig und fettverschmiert und die anderen Spuren der Wanderschaft trägt sie ebenfalls. Die Säume seiner Robe sind einschließlich der Ärmel an den Rändern verbrannt, als ob er eine größere Strecke durch ein Feuer gelaufen wäre, mit den Händen in die Flammen gegriffen hätte, um etwas herauszuholen. Seine Hände sind zwar dick und schwillig, tragen aber keine Brandmale. Blick auf den Stab. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheint sich im Holz Form und Muster zu befinden, und eins ist sicher, der Stab war einst etwas weitaus Gefährlicheres, jetzt aber nicht mehr. Als du ihn genauer studierst, glänzt er leicht in deinen Augen, wie Wasser, in dem sich auf der Statue verteilende Licht fängt. Welche Kraft auch immer dem Stab entzogen wurde, die Gefährlichkeit nimmt ihm oder seinem Führer das gewiss nicht. Als du aufliegst, siehst du den Mann, der dich beim Studieren des Stabs beobachtet. Als ihr in Blickkontakt kommt, lächelt er humorlos und nickt. Also ein Stab, der mal ein Stab war und jetzt nicht mehr so gefährlich ist, aber trotzdem gefährlich wirkt. Ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? Ich habe ihn nicht hergegeben, der Mann grunzt. Namen findest du wahrscheinlich ebenso nutzlos wie ich. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Es ist schon schwer genug, die Namen auszusprechen, die wie Trümmer auf dieser Welt herumliegen. Und was haben sie schon zu bedeuten? It's what's beneath the skin in the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off, whatever liar's tongue coats it now. Es geht darum, was unter der Haut liegt, und die Buchstaben, die mir etwas bedeuten, brennen von innen heraus. Für mich ist es viel wichtiger, dass du ein Wächter bist, als welche Kultur oder welcher Akzent wie plumpe Kronen deine Buchstaben verzieren. Er weiß, dass wir ein Wächter sind, wobei wir selber nicht mal wissen, was ein Wächter ist. Sei stolz auf deine Taten, nicht darauf, woher du kommst. Einen Moment lang bricht Feuer aus dem Stab des Mannes, dann kommen die glühenden Kohlen zur Ruhe. Oder wie der Name irgendeinem Lügner von der Zunge geht, dem sie gerade darauf liegt. If you need a title to hang on me to match your own watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Wenn du unbedingt einen Titel haben musst, Wächter, den du mir anhängen kannst, dann meine ich Durance. Du beobachtest sie und ich dagegen prüfe sie. Woher hätte ich wissen sollen, dass ich ein Wächter bin? Duran schüttelt den Kopf und festigt den Griff seiner Hand an seinem Stab. Ich kann die Fragen förmlich hochbrudeln sehen. Lass sie uns einen nach der anderen ausbrennen. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. Ich bin ein Missionar. Ich wandle über dieses kranke Land mit seinen Heiden, dessen Bevölkerung so achtlos mit ihren eigenen Seelen und denen anderer umgeht, unter ihnen Wächter.
Ja, ich weiß, was du bist, und dein Name interessiert mich nicht. Namen sind für ehrbare Leute, dein Licht aber scheint aus einem viel dunkleren Ort. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Du und ich, uns ist vorgegeben, zusammen auf Wanderschaft zu gehen. Ich habe dich in den Flammen gesehen, nicht dein Gesicht, aber deine Seele. Er grunzt abermals und kneift die Augen zusammen. Alles zusammengezogen wie ein Weidmannsknoten. Du hast meine Seele in den Flammen gesehen? There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. Die Dinge, die wir einander lehren können, solltest du Antworten benötigen, um deine Fragen zu manteln. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Außer dir zwinge ich niemanden meine Worte auf. Es ist mir gleich, wer dich begleitet oder was ihre kläglichen Probleme und Angelegenheiten sind. In der Welt heute schon genug herum, ohne dass ich dieses Feuer schüre. An eurem Proviant werde ich mich auch nicht halten, denn ich brauche unterwegs nicht viel. Ich kann mein eigenes Gewicht gut tragen, sagt er und atmet ein, was auf dich wiederum wie der Blasebalg eines Schmiedes wirkt und lächelt dann mit fast stolzer Miene, was nicht unerheblich ist. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Viele werden sich dir entgegenstellen. Er starrt dich mit einem Augenblick an, wobei er die Augenbrauen hochzieht. So wie es aussieht, haben sie das bereits, obwohl ihre Zeichen hinterlassen, die du schlängelnd wie eine Spur hinter dir herziehst. Welche Art von Zeichen? Disease? Spirit Wind? Both could have touched you, yet here you stand. Er starrt dich fast stumpfsinnig an, aber konzentriert ins Gesicht. Dann in deine Augen. Krankheit? Seelenwind? Ja, wir waren ja krank am Anfang unserer Reise, keine Ahnung, was daraus passiert ist. Und wir wären ja fast zum Opfer eines Biawaks, eines Seelenwindes geworden. Aber das haben wir auch überlegt. Er zuckt den mittleren Achseln. Bein hätte dir berühren können, aber trotzdem stehst du nun hier. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Und was die Krankheit angeht, er tippt auf die Pockennarben auf seinem Gesicht. Nicht alle von uns waren dem Wasser so nah, als die Pocken zuschlugen, aber ich trage sie nun nicht mehr in meinem Fleisch. Auch sie haben ihre Spuren hinterlassen, aber wie die Flammen schlagen auch die Pocken nicht zweimal zu und sind nicht ansteckend. Also, sollte deine steinerne Herrin das gestatten, dann komm mit mir. Her? Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. Sie, Durin, wirft der Statue einen Blick zu und kichert. Dann leise, mach dir um ihre Heimversucht keine Sorgen. Sein Kicher erstirbt zu einem unverfälschten Lächeln. Lass uns sehen, was der Weg für uns bereitet, Wächter. Prüfung von Durins. Die Prüfungen von Durins. In Markans Gabelung habe ich einen merkwürdigen Friedzef, der vorgibt, dass wir von gegenseitigen Befragen etwas erlangen müssen. Durins sagt, dass er und ich zum gemeinsamen Reisen bestimmt wären und dass wir einander lehren könnten. Er ist ein Mann vieler Worte, der mehr Fragen aufwerfen, als Antworten zu bieten scheint. Aber vielleicht kann ich etwas wissen, erstens von ihm lernen, wenn ich lang genug mit ihm unterwegs bin. Okay. What? Du bist also ein Priester. Du kannst Zauber der ersten und zweiten Stufe sogar. Leichte Wiederherstellung von Ausdauer. Was hast du hier? Widerhaken der Verdammung. Rüstung des Glaubens. Göttliche Schrecken. Stopp. Geringe Ausdauerwiederherstellung. Heiliger Glanz. Der jedes Gefäß in der Erzeugt um den Priester um eine feldheiliges Energie, das jedes Gefäß in der Nähe verbrennt und eine bescheidene Menge der Ausdauer von Verbündeten regeneriert.
Die Stärke des heiligen Glanzes eines Priesters wird modifiziert, abhängig davon, wie gut sein Ruf mit dem bevorzugten Verhalten seines Glaubens im Einklang steht. Und halt die ganzen Zauber, Leiden unterdrücken, göttliches Mal. Okay. Ja. Sure. Wir haben jetzt also eine Truppe. Oh, und wir haben da noch die Wölfe. Ja, das ist meine Vierergruppe. What? Mal sehen, was könnte ich machen? Ikonische Projektion. Erzeugt eine langsame, energiegeladene Projektion des Glaubens dem Priester, durch die alle Verbündete an Ausdauer gewinnen und alle Feinde Frostschaden erleiden. Okay, das machen wir einfach mal. Hm. Du schießt einfach mal auf einen drauf. Hey. Du wirfst den vor dir um. Du greifst den an. Hi. Und du wirfst deine Blitzbombe. Einfach mal hier rein. So. Du greifst den an. Du greifst immer noch den an. Du gibst dem mal das Mal. Und du? Leichte Wiederherstellung von Ausdauer auf ihn. Du solltest eigentlich ihn hier angreifen. Du wirfst den vor dir nochmal um, auch wenn der bei dem Tode nahe ist. Und du verpasst dem noch einen Verletzungsschuss. Du kannst... Ach, da unten sehe ich jetzt die Zahl, okay. Du... heilst ihn. Okay, der ist umgefallen. Nein, du stichst weiter auf den ein. Du versuchst nochmal, den da wegzubomben. Wen schießt du? Auf den. Okay, ich verstehe nicht, wie ein kleines Wolfsrudel so stark sein kann. Okay, ich hätte speichern sollen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns mehr konzentrieren auf einen. Wow. Schieß den tot. Warum kann der ausweichen? Mistkerl. So, du benutzt mal das hier, um dich etwas hochzuheilen. Gott, die nehmen fast keinen Schaden irgendwie. Das ist mies. Almost. Machen wir das mal so. Der Wächter trägt die Lebensenergie seiner und ihrer Feinde und erlangt dabei Ausdauer. Wo ist die Ausdauer, die ich erlangen sollte? So, diesmal haben wir es gerade so geschafft. Und ich muss mal gucken, dass ich meine Formation wieder neu mache. Du dahin, du dahin, du dahin. Gut. Diese Formation bitte. Okay, ich würde sagen, wir rasten jetzt einmal. Gucken kurz in unser Versteck, ob da was Wichtiges drin ist, was wir brauchen könnten. Für ihn hier vielleicht. Der trägt nämlich nur eine Rope. Ne, in seiner Robe sieht er, glaube ich, besser aus. Trägst du eigentlich einen Helm? Nein. Dann trägst du jetzt den Helm hier so. Einmal rasten. Und es ist Tag.
So, das waren die Wölfe, die wir hier gesehen hatten. Oh, hier ist ein verlassenes Bauernhaus wahrscheinlich. Okay, das sieht nicht nur wie ein Bauernhaus aus, das sieht eher aus wie eine Turmruine.